Wir machen alle Fehler. Ich habe zum Beispiel. Sehr schön. Ich habe zum Beispiel den Fehler gemacht, was auch viele gemacht haben, weil ich es nicht, weil wir es viele nicht verstanden haben, so wirklich. Du hast ja hier zum Beispiel Eigeneffizienzbergbau, zum Beispiel steht ja da dran. Ne? Für mich ist das eine perfekte Quivan. Aber viele würden jetzt sagen, warum Bergbau? Die hat ja Bergbau, aber ich benutze sie ja nur im Kampf. Aber diese eigene Effizienz im Bergbau ist nur auf dich bezogen. Eigene ist immer auf dich. Und am Anfang wusste ich auch nicht, mein Mann zum Beispiel, ist das auf dich bezogen oder auf das Tier? Deswegen, da muss man halt auch drauf achten, weil es gibt ja auch so Fähigkeiten, wo ja das eigene Angrifftempo oder sowas, wie auch immer, erhöht. Das heißt, da habe ich mich dann auch geärgert gehabt. Tiere, wo ich gedacht habe, das wären perfekte Tiere gewesen, waren dann plötzlich nicht mehr perfekt, weil es ja Werte drauf sind, die ja auf mich gelten und nicht auf das Tier. War halt blöd. Aber deswegen, da hat mein Mann dann sich auch belesen gehabt. Ich habe auch was gesucht gehabt danach, habe es aber nicht gefunden. Und ja, wir sind auf jeden Fall drauf gekommen, dass dieser Wert dann zum Beispiel wo eigene dran steht, nur auf dich bezieht halt. Deswegen. Aber für mich ist das trotzdem ein perfekter Quivan, weil ich mit ihr halt Stein holen gehe und dann ist das perfekt halt immer. Für mich. Ist halt natürlich ärgerlich, ne? Dann im Grunde. Wenn du dann plötzlich anfängst, angenommen, du hast halt sämtliche Sachen halt gezüchtet gehabt und denkst du ja perfekt und dann siehst du das so, okay, und, dann erfährst du diese Info und dann denkst du so, scheiße. Weil mich hatte das immer gewurmt gehabt. Ich denke mir so, wie ist das? Warum? Was ist der Unterschied zwischen eigene Angriffskraft und Angriffskraft? Und dann wollte ich es halt wissen. Und dann haben wir das herausgefunden. Wie sich das wirklich verhält. Ist halt blöd, ne? Und es tut mir leid, wenn ich dich jetzt vielleicht auch damit um Arbeit gebracht habe. Falls du jetzt auch da dich ein wenig ärgerst. Aber ich glaube, besser so, als wie in Unwissenheit zu bleiben.